Dieses Video behandelt die Transkription und den genetischen Code. Das Umschreiben von DNA in RNA wird Transkription genannt. Die DNA wird teilweise entspiralisiert, indem sich die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Basen lösen. Die Information eines Gens ist lediglich in einem der beiden DNA-Stränge enthalten. Dieser wird entweder Matrizenstrang oder kodogener Strang genannt. Das ist ein Promoter. Der Promoter dient als Bindestelle, da die RNA-Polymerase keinen Primer benötigt. Erkennt sie eine spezifische Basensequenz eines Gens. Die RNA-Polymerase synthetisiert nun von dem Promoter aus komplementär die neue mRNA. Dieser Vorgang wird so lange weitergeführt, bis die mRNA vollständig synthetisiert ist. Wird die Transkription mit einem Stoppsignal beendet, schließt sich der abgelesene DNA-Bereich wieder und der mRNA-Strang wird frei. An einem Gen transkribieren gleichzeitig mehrere RNA-Polymerasen hintereinander. Jede Aminosäure wird von insgesamt 3 Basen kodiert. Jedes Codon ist eindeutig. Das bedeutet, dass jedes Codon nur eine Aminosäure kodiert. Der genetische Code ist nahezu universell. Das bedeutet, dass er für fast alle Lebewesen gilt. Des Weiteren schließen die Codons im genetischen Code lückenlos aneinander und überlappen sich gegenseitig nicht.